Grüß Gott, meine Damen und Herren, mein Name ist Richard Weigersdorf, ich bin Verleger und heute will ich Ihnen etwas über das Jahrestraining für den Urteilchenstrahler näher bringen. Ich habe einen Gast, Klaus-Jürgen Becker, herzlich willkommen und wir sprechen heute über Atmung und warum es so wichtig ist. Atmung ist ja die Verbindung zum Leben und Klaus-Jürgen, erzähl uns ein bisschen, was man im Kurs alles lernt. Ja, also dieser Dreierkurs, da geht es ganz viel um Atem, um Prana, um Energie. Und jeder dieser 10 Elemente von diesem Jahrestraining ist didaktisch aufeinander aufgebaut. Man kann allerdings auch als Quereinsteiger reinrutschen. Es gibt dann immer auch eine Einführung und Möglichkeit, sich das Wissen anzueignen, das man braucht, um damit arbeiten zu können. Ja, es gibt ja zu jedem Training diese aufgezeichneten MP3-Tracks, ja, die dann über 6 oder 7 Stunden gehen. Ja, also nach jedem Training sitze ich also wochenlang dran und höre immer wieder die Tracks und schneide sie, bis ich merke, okay, jetzt ist es auch didaktisch optimal. Und dann gibt es die Möglichkeit für Neueinsteiger oder Quereinsteiger, die sagen, okay, ich will jetzt in den Dreierkurs einsteigen oder in den Fünferkurs, dass sie sich einen anderen Kurs zulegen und dann reinarbeiten, sodass sie dann informiert reinkommen. Und der Atem ist deshalb so wichtig, weil ich über den Atem sofort meinen Bewusstseinszustand verändern kann. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel schnell und hektisch arbeite, erzeuge ich ganz viel Energie, aber mit der Gefahr der Nervosität. Wenn ich ganz langsam atme, dann erzeuge ich ganz viel Ruhe, ganz viel Entspannung. Ich kann in verschiedene Körperregionen reinatmen, in Chakra, in Energiesysteme. Es gibt ja auch von dir diese Urteilchenatmung. Und der Urteilchenstrahler arbeitet zwar weit jenseits der Atemenergie, aber ich möchte ja in einen Bewusstseinszustand kommen, der Urteilchenenergie möglichst nahe ist. Und um mein Alltagsbewusstsein hinter mir zu lassen, da hilft also Atemarbeit ungeheuer. Und bringt einen auch ins Herz. Bringt einen ins Herz und bringt einen Urteilchenatmung. Ja. Und auch in die Verbindung mit sich selber. Der Atem ist ja ganz eng verbunden mit Prana. Es gibt ja ganze Heilbewegungen, die mit Prana-Healing zu tun haben. Und der Urteilchenstrahler arbeitet mit transpranischen Ebenen. Aber wenn ich mich auf der Prana-Ebene auskenne, ist es wieder eine Möglichkeit, in diesen Zustand zu kommen, in dem Urteilchenarbeit eine möglichst hohe Effektivität für mich hat. Ein weiteres Thema, was also im Dreierkurs sehr stark intensiviert wird, ist das Thema Aura. Es gibt ja Leute, die sagen, Aura, weiß ich nicht, was das ist. Habe ich auch sowas? Ich kann von dem letzten Kurs aus sagen, dass jeder Teilnehmer, der in den Kurs gekommen ist, bereits nach dem ersten Abend Aura sehen konnte. Für viele ist das ja was Großes, überhaupt da ahnen zu können, dass es was gibt. Die Teilnehmer waren in der Lage, Aura zu sehen und im Laufe des Kurses waren sie sogar in der Lage, die verschiedenen Energiekörper des Menschen wahrzunehmen. Denn es ist ein großer Unterschied, ob ich Urteilchenarbeit am Ätherkörper mache, am Emotionalkörper, am Mentalkörper, am Kausalkörper, am Superkausalkörper oder am Lichtkörper. Und jeder dieser Körper hat eine ganz eigene Schwingung, hat eine ganz eigene Konsistenz, hat eine eigene Sprache. Und unser Bewusstsein ist in der Lage, sich auf jeden einzelnen Körper einzustellen und wahrzunehmen. Soll ich jetzt am Emotionalkörper arbeiten? Darf vielleicht etwas herausziehen, was an geballter Emotion ist? Soll ich in die mentalen Strukturen hineingehen? Und die Teilnehmer lernen, wie sie ihr Bewusstsein nutzen können, um sich auf den Körper einzustimmen und dann den Urteilchenstrahler genau in der Aura einzusetzen und können die Erfahrungen sogar spüren und hinterher sogar protokollieren. Das ist also ein Thema, wo es im Dreierkurs dran geht. Natürlich lernen die Teilnehmer auch Prana zu sehen, sie lernen auch die verschiedenen Körper zu sehen. Es ist im Grunde wie eine einfache Verschiebung der Wahrnehmung. Es ist so ähnlich, wie wenn ich eine Kamera habe und ich stelle sie von Weitwinkel auf Tele oder ich verändere das Objektiv. In der Sekunde kann ich Dinge wahrnehmen, die ich vorher nicht wahrnehmen konnte und andere Dinge rücken in den Hintergrund und die Teilnehmer lernen das quasi so auf Knopfdruck zu machen.
Die Leute lernen natürlich auch, wie sie mit Aura arbeiten sollen, weil jede Auraschicht und jeder Körper wird unterschiedlich, geht man unterschiedlich vor. Mhm. Es hängt zum Beispiel davon ab, will ich Energie erzeugen oder will ich Energie beruhigen. Wenn ich Energie erzeugen will, gehe ich von unten nach oben. Will ich beruhigen, gehe ich von oben nach unten. Gehe ich nach außen, wie bewege ich mich mit dem Uhrzeichenstrahler in der Auraschicht? Mhm. Und das geht letztendlich sogar hin bis zur spirituellen Chirurgie. Das heißt, wo ich also mit dem Uhrzeichenstrahler hineingehe in ein Feld und ich sage dann, lieber Uhrzeichenstrahler, sag mir bitte, in welcher Auraschicht ist das Thema und wo ist es? Und dann kann ich die Augen schließen, ich kann sensitiv hinfühlen, ich fühle, da ist das Thema. Und ich bewege so fein, wie wenn ich jetzt einen Faden oder einen Splitter irgendwo rausziehe, bewege ich das ganz fein aus der Aura raus und man sagt, und der andere sagt, ja, jetzt ist es weg, jetzt hast du es genau erwischt. Also sie lernen genau, wie kann ich mich so eintun, dass ich wirklich diesen Effekt habe. Und das heißt also, Menschen, die, sagen wir, ihre Sensitivität für die verschiedenen Energiekörper und Auraschichten stärken wollen, die sind in dem Kurs optimal aufgehoben. Und Sie nehmen auch für sich was mit, weil Sie verschiedene Atemtechniken lernen, einmal die Urteilchenatmung. Ja, und auch deshalb, weil natürlich, wir sind da einfach eine Gruppe, die da sehr intim ist, die Dinge werden, also die persönlichen Dinge werden hinterher alle rausgeschnitten. Mhm. Aber natürlich werden die Teilnehmer auch eingeladen zu sagen, gibt es irgendetwas, was dich belastet? Ja? Mhm. Und dann sagen sie, ja, das könnte das und das sein. Und dann lernen wir in Zweiergruppen, okay, in welchem Körper ist es, an welcher Körperstelle ist, wie soll man mit dem Uhrzeichenstrahler arbeiten und dann, wie ist es hinterher? Und dadurch hat auch jeder einen persönlichen Profit davon. Mhm. Ich kann also heute sagen, dass in meinen Kursen, dass da Ärzte sind, dass da Heilpraktiker sind, die mit dem Uhrzeichenstrahler ganz konkret an solchen Dingen arbeiten. Man kann ja auch, wenn man so Verbindungen hat zwischen Ehepaaren, die sich trennen, da sind ja ganz viele so emotionale Verknüpfungen, die kann man mit dem Uhrzeichenstrahler dann direkt durchschneiden. Ja, man kann sie direkt und durchschneiden oder ich nehme dann gerne diese liegende Acht dafür. Ja. Und ich kann ja dann mit dem Uhrzeichenstrahler an der Lemniskate arbeiten. Das heißt, ich fange dann an, wenn zum Beispiel Paare zu mir kommen und der eine sagt, ja, ich habe so viel, was von meiner Frau bei mir klebt und so viel, was mir fehlt, was sie hat, dann gehe ich einfach hier lang und setze die Intention, du bist hier, da ist deine Frau und alles, was in deiner Aura ist, aber deiner Frau gehört, das willst du ja gar nicht haben. Das geht jetzt rüber zu deiner Frau oder Ex-Frau und alles, was bei deiner Frau ist, aber in Wirklichkeit zu dir gehört, das will sie auch gar nicht haben, das geht hier rüber. So. Dann fahre ich also diese Lemniskate, setze die Intention, dass die beiden da wirklich drin sind, setze die Intention, dass das wirklich die Aura ist. Und wenn beide das wollen, dann kann ich hier mit dem Uhrzeichenstrahler einfach dieses Feld schneiden, durchschneiden und dann hat jeder seinen eigenen Raum und ist in seinem Raum geschützt und in der Regel verstehen die beiden sich sogar hinterher besser als vorher, wo sie noch verklebt waren miteinander. Genau, und vor allen Dingen kommen wir mit, wenn man gut atmet vorher, diese Arbeit erleichtern, weil man das Energiefeld anreichert. Es ist nicht so lappig, sondern es ist prall gefüllt und dann schneidet es mit so leichter in Brotmesser. Einen harten Apfel kann man leichter schneiden als in so einen ledrigen. Ja. Ja, eine ganz einfache Arbeit, also auch Beziehungsarbeit, die ich hiermit machen kann. Mhm. Ich kann natürlich auch Beziehungsklärungsarbeit machen, ohne das zu zerschneiden, wo einfach nur jeder seine eigenen Themen zu sich zurückbekommt. Mhm. Es gibt natürlich auch Paare, die ein gemeinsames Beziehungsfeld haben, das sie stärken wollen. Dann arbeite ich gern mit einer Kugel. Diese Kugel kann auch geistig sein, wenn ich definiere, hier ist diese Kugel. Und dann sage ich, okay, was soll denn in dieses gemeinsame Feld hinein? Ja, da soll Liebe rein, da soll Verständnis rein und so weiter. Dann lade ich diese Kugel mit dem Uhrzeichenstrahler und sage, gut, und jetzt lass zum Beispiel aus diesen einen Kugel zwei Kugeln werden und jeder nimmt die Kugel in sein Herz hinein und dann habt ihr etwas Gemeinsames, was euch trägt. Also sehr viel Beziehungsarbeit ist auch mit dem Uhrzeichenstrahler möglich. Gut,
was die Teilnehmer erfahren, wenn sie den Dreierkurs durchlaufen haben, dass sie in eine ungeheure Sensitivität gehen können. Aber ich zeige ihnen natürlich auch, wie sie wieder zumachen können, weil draußen fahren Autobusse rum und so weiter. Und wie sie ihr Energiefeld wieder schließen können. Aber die Teilnehmer profitieren sehr in ihrer sensitiven Wahrnehmung vom Dreierkurs. Ja. Es ist natürlich dann auch, wenn man hier arbeitet, dann kriegt man auch einen gewissen Schutz. Also die Leute, die wie ein Scheunentor offen rumlaufen, jede Emotion mitkriegen, die gehen aus dem Kurs raus und wissen, wie sie sich stabilisieren, wie sie ihre Energie so anreichern, dass nicht ein anderer die leicht gauen kann. Ja, das zeige ich einen Grund schon im Einserkurs. Also es gibt ganz bestimmte Schutzrituale, wo ich mit dem Uhrzeichenstrahler erstmal mein Energiefeld aufbauen kann. Und wir kennen das ja aus dem Schamanismus, diesen Schutzkreis. Das ist das allererste, was die Teilnehmer im Grunde genommen lernen, sobald sie die Principles und Standards haben, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Schutzkreis, ich ziehe hier einen Kreis und dann nehme ich den Uhrzeichenstrahler und ziehe einen Schutzkreis um mich herum. Und dadurch bin ich stärker geschützt, als ich vorher war. Und ich kann diesen Schutzkreis natürlich dann auch über mir ziehen. Ich kann ihn an allen vier Körperseiten ziehen. Und das ist übrigens ein Ritual, was ich jedem empfehle, was er morgens direkt nach dem Aufstehen machen kann. Gut, liebe Zuschauer, Sie haben jetzt gehört, was Sie in diesem dritten Teil Aura und Atmung alles erwartet. Ich denke, es ist ein ganz, ganz spannender Kurs, weil man unmittelbar mit der eigenen Kraft in Verbindung kommt, wenn man mit der Atmung auch arbeitet und wenn man seine Aura ein bisschen aufpeppt. Also, ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Kurs. Und wir sehen uns beim nächsten Teil in Kürze.